Ich verstehe, warum er Greenhorn anstatt deutsche Übersetzung benutzte. Zuerst war eine wörtliche Übersetzung nicht sinnvoll. Greenhorn? Glaube ich nicht. Wenn er nur Greenhorn benutzt, beschwört das Wort Amerikaner wie Wild West herauf. Greenhorn ist exotisch und mysteriös. Eine Übersetzung macht die Geschichte zu vertraut, wenn das Wort richtig ist. Ein gutes Beispiel, ich glaube, dass es ein gutes Beispiel ist, ist, wenn man Führer anstatt Leader in amerikanischen Filmen über den Zweiten Weltkrieg hört. Leader wurde zu vertraut für US-Amerikaner, aber Führer ist ein gefährliches, böses deutsches Wort. Es beschwört Ideen herab, dass Leader nicht kann.